Jetzt. Yeah. Gar nicht explodiert, der Dicke. Nicht? Nö. Wo waren die? Na hier unten. Weit unten. Jo, klar, ich spring von einem minimalen Haus und hab halbe Energie weg. Stimmt, hat er sich einen Zeh gebrochen gerade. Ja, tut es, tut auch weh. Stimmt. Hallo und willkommen bei einer neuen Folge. Außenposten einnehmen. Zum Beispiel. Ich guck mal, ob ich den Alarm krieg. Das sind zwei. Den einen krieg ich. Na, wo ist der zweite? Das ist der ist weiter oben. Oh. Oh, scheiße. Stückchen hinten. Oh, das sind zwei. Ups. Ja. Sehen wollte ich noch nicht. Aber die kommen von beiden Seiten jetzt. Sucht weiter, verdammt! Und so haben sie von einem Bär gerade aufgefressen worden. Behaltet alles im Auge! Du gestanden, ich mag die doch bloß töten. Ich mach dich fertig! Oh, toll. Ich bin ja noch gar nicht da. Ach so, ich dachte, du warst die ganze Zeit hier. Na, ich hab da hinten so Bär hergekommen auf einmal. Oh, da ist ein Dicker mit Flammenwerfer. Oh oh. Ja, Granatwerfer gereinigt. Weiß auch nicht, wo er ist. Ist aus. Das Auto ist bei dir, ja. Ah, da ist doch der Dicke. Ah. Nee. Jetzt. Yeah. Gar nicht explodiert, der Dicke. Nicht? Nö. Ey, wenn man mit so einem Rucksack rumläuft, der leicht entzündbar ist, ist halt schlecht. Ja, ne? Blöd, gell? Ui. Schau mal, unter uns. Wo denn unter uns? Session Week. Auf der Ding. Ach da. Also. Machen wir den einen Punkt da oben schnell und dann nehmen wir die Fächer. Hier ist ein Tiger. Wo denn? Weiß ich nicht, ich höre. Ach, der ist hier drin. Oh! Ah, ja. Ja, das ist sogar deiner. Ja. Du brauchst. Ja. Und was hast du erschossen? Mit der Armbrust. Ah ja, jetzt habe ich's. Super. Jetzt fehlen nur noch die ganzen Fischen. Aufträge. Mhm. Na, dann machen wir doch mal eine, ne? Was, jetzt läuft meiner über Stufen und macht dann einen Wingsuit auf. Dann stirbst du wieder. Na, fast, ich hab gleich auf Zieder. Tja, wo bist du? Na, hier oben die Fashion-Aufgabe. Wo ist die? Oben am Berg. Aber du kriegst uns ja aufs Haus drauf. Ja, der sollte hier an die Tür, aber er wollte halt unbedingt aufs Dach. Ach, da können wir Scheiße verkloppen. Na, freilich, kann was. Oh, upsie, haben wir schon alles. So kaufenmäßig fast pleite, ich noch nicht was. Fast ja. Pleite. Ja, ich habe ins elterliche Elternhaus habe ich Unmengen an Kohle reingebuttert. Ach so, und was und bringt das? Das sind halt gleich mal so 500.000 und so. Was bringt's? Also einmal kann man einen Körperpanzer schenken, aber so, wir sind hier nicht bei The Real Housewives of Dani Desa. Jage den seltenen Schattenleoparden für Mick. Kiffens Kleidungsstück. Mr. Chiffon, ich hab dein neuestes Design. Aber. Der Chiffon. Sei nicht langweilig, Ajay. Und auch dann aufkraxeln. Hausfrauenmode zum Selberstricken. Ich bin Künstler. Was meinst du, wer den Look der Royal Army kreiert hat?
glaubst, Fagan kauft seine exquisiten Anzüge von der Stange? Sein ganzes Image beruht auf meinem Talent, Silhouette, Proportionen und Passform auszubalancieren. Und was war mein Dank? Ein Todesurteil. Weil er den Gedanken nicht ertragen konnte, dass was will man niederstrecken, die Viecher? Nee, AK brauchen wir. Ja, ich habe auch nicht. Mode passiert nicht einfach so. Und Leopard ist genau die richtige Wahl für dich. Na, nur Sturm geht hier. Okay, okay. Da hätte ich die andere aufhalten können, wahrscheinlich. Ich glaube schon, ja. Weißt du, irgendwie hat ihn mich befreit. Egal! Der ist ja schon so. Schnee, Leoparden, ich. Aber ich war ein Sklave. Ja, dann nehmen wir ihn mal auseinander. Kreiere mir, was ich will, für wen ich will. Kloppst du nicht auseinander? Ja, ich bin doch voll. Ich hab doch mal Sitz. Ich hab doch zwei Stück gekriegt. Och, das war's nicht, das seltene. Nee, das ist hier oben. Gut. Spritze reini. Hier rechts sind wir, hier unten. Das sind die auch nicht. Oh, bei mir ist er. Komm mit Ron. Tutu, Herc ist zurück, er ist wieder da. Hält auch ein Meer aus. Es ist so unten. Tod. Der Tod ist er. Yippie! Ah, jetzt kann ich was basteln. Ja, ich nicht, ich muss es wieder selber freischalten. Munitionsbeutel groß. Bitteschön. Was bitteschön? Ja, ich kann es ja nicht, du musst, ich muss selber freispielen. Ach so. Oh, das so geht aber wieder nicht, ne. Erstmal haben wir fertig. Fortschritt. Eckischkreide. Noch 4 Pünktchen. Ich brauche nichts hernehmen. Kurz meine Waffe wiederholen. Wo waren die? Na hier unten. So weit unten. Jo, klar, ich spring von einem minimalen Haus und hab halbe Energie weg. Ja. Stimmt, das heißt, ich hab den Zeh gebrochen gerade. Ja, tut, das tut auch weh. Stimmt. Und Fallschirm auf. Und kaputt. Na, na, ich lebe noch. Au. Yeah! Hier ist dann noch so eine Sniper-Mission. Oder was ist das? Können wir gucken. Kannst du ja schon mal annehmen. Geht doch nicht. Auf dem Weg nach raus. Kann ich doch nicht. Ich muss alle Io nehmen. Ja. Okay. Ein einflussreicher Kommandant macht eine Pause mit einem, in einem konfiszierten Haus. Schalte ihn aus, ohne gesehen zu werden. Nimm ihm seine Hundemarke ab. Und lass, wenn möglich, die Leiche verschwinden. Kennen wir doch schon. Ich mag Risiken. Was zählen die denn hier? Wie sind sie denn mit dem Raketenwerfer rum? Wieso steigt denn der Typ jetzt ein? Na, ich hab den. Der ist vorher, den hab ich vorher aus dem Auto ausgeschmissen. So, und dann hat er sich gedacht, nur fahr ich halt hier mit. Ja. Mhm. Auch voll nett. Ja, eigentlich schon. Wunder, dass meine freiwillig ausgesprungen ist. Auto, zum Gepäckraum. Ja. Jetzt kann er es ja wieder haben, das Auto. Jetzt brauche ich es nicht mehr. Freilaufender Hund. Oh, ich würde schon fast gehen. Ach so, von dir macht das Blüm.
Hört man das? Ja. Mausrad muss rattern. Man weiß, dass es sich bewegt. Na, kennst du das nicht von? Also mein Logitech, da kann man das Ding was dazwischen außer da. Da kann man ganz schnell ganz viel drehen. Scrollen. Und dann scrollst du ja jetzt nirgendwo. Ja, ne? Oder drehst. Guck mal, ob ich den Hund krieg. Eine Messe, ja? Hund ist weg. Machen wir oben den Sniper. Da ist sogar einer mit Pyromane. Nehmen wir es jetzt einfach mal so. Oh, der ist mehr. Noch einer. Die Pyromane, der geht mit einem Kopfschuss, kann man den nicht sprechen. Gerade noch so. Wollte gerade schreien anfangen. Ich bin im Keim erstickt quasi. Oh, jetzt hat er die Sniper aufgenommen, Mitch. So. Ja, hast du dich sozusagen fotografiert? Nö, ich musste nur aufheben. Und plündern vorher. Okay. Schwein die? Das Schweine? Schwein. Gibt nichts Feines wie was Schweines. Vielleicht ist auch Borsti. Gut, flüchten. Yippie. So, was gibt's denn noch hier Schönes? Da gibt's ein bewaffnetes Quartier. Jagdvorräte. Jage verschiedene Tiere in der Region, um die Einheimischen in dieser Aufgabe mit Vorräten zu versorgen. Oder Kontrolle. Das ist mir wurscht. Wir könnten aber einfach ein bisschen an Süden Norden aufhören, da den Außenposten. Goldspeicher. Der Außenposten. So, ja. Dann tun wir das. Auto. Hab hier vorhin ein Auto gesehen. Ja, dann nimmst du mit. Ja. Hui. Der Cabrio. Was ist das für ein Lärm? Weiß nicht. Ich hab bloß mit der Ding aufgeschossen, mit der Armbrust. Einmal nur. Ja, nur einmal. Das war ein Bogen. Ja, aber auch nur fast. Naja, der Spiegel ist ab. Hacke. Und hier. Bei mir ist er noch drauf. Echt? Und bei mir auch. Aber hätte ja sein können, dass er abfällt. Der ist TÜV relevant, das kann nicht sein. Wir sind ein bisschen weit. Also jetzt lassen wir noch mal kurz schauen. Er hat zwei Alarme. Alarm. Der Dicker, ein Sniper. Drei Leute auf dem Dach, zwei. Gucken, ob man werfen kann. Kann man da spannend gehen? Nö, es geht natürlich kein Viechchen. Überhaupt kein Alarm. Geh mal auf die andere Seite in der Welt. Jetzt sehe ich einen. Alles aus. Der Mucke haut schon auf. Der Alarm ist
Den hast du schon ausgemacht, den Warner? Ein Jahr. Okay. Ja, war schon feine, die klotzen schon. Warner ist bei mir hervorragend. Ausmachen? Weil ich sitz gerade ein bisschen, wenn ich jetzt Radar mache, geht er los. Was? Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Senkt mir ja nur fast. Gut, dann können wir jetzt. Ja. Ich mach dich fertig! Ich hol uns Verstärkung! Bin am Ende! Aua, 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 aua. Mir du fast. Alter, ich bin echt gleich hier. Was ist denn da? Achso, da ist einer an der Stande im G direkt vor mir. Bedrohung neutralisiert! Warte, den krieg ich gleich. Halt noch mehr aus, ne? Oder dicker kommt. Weil der hat gerade ein ganzes Magazin geschluckt, der Kollege. Ich will nicht sprengen. Wollte ich gerade mit Sif hier hin. Gemeinheit. Ja. Hast du es zurückgeschmissen? Nee, ich hatte seine neue Hand. Ich war hinter ihm. Aber er war zu weit weg. Ja. Passiert. Na ja, gut. Das war's mit dieser kleinen Folge. Bis zur nächsten Wiederschauen. Reingehauen.